Mein Name ist Chris, das ist Chris Play und wir kommen zur nächsten FIFA-Prognose vom 24. Spieltag und zwar Mainz gegen München-Gladbach. Ja, zu Gast habe ich den Alex von Dream Let's Play. Grüß dich, Alex. Ja, moinsen und ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, der Alex, der wollte eine Revanche und ja, da lasse ich mich doch nicht lumpen. Und dann haben wir gleich mal den 24. Spieltag in Angriff genommen. Und das ist wieder so ein Kackspiel zum Samstagabend. Ja. Das sind wirklich nicht die besten Mannschaften. Ja gut, Gladbach, wobei, schon, Gladbach, aber ich verstehe nicht, warum das ein Topspiel ist, wenn die jetzt so, weiß ich nicht, 9 Plätze auseinander sind. Ja genau, wie wir haben wir Gladbach auf dem 3. und Mainz aktuell auf dem 2. 12. Ach, auf dem 12. genau, Entschuldigung. Hä? Okay. Ja, das ist bestimmt wieder, was ist denn jetzt? Hä? Hä? Was war da los? Na gut. Lassen wir das mal so stehen. Süß. Ja, vielleicht ist da auch wieder irgendwie so eine, keine Ahnung, so Derby oder, na Derby nicht, aber wer weiß, was zwischen den beiden Mannschaften ist. Bestimmt das 100. Vereinsspiel gegeneinander oder sowas. Ja, irgendwie so. Jetzt, pass auf. Oh, in der Mitte ist niemand. Oh Gott, ja, und ich lasse dir auch noch Platz. Ah! Schade. Und das ist, glaube ich, auch wieder das letzte Mal bei uns beiden, dass wir mit den Mannschaften noch nicht einmal gespielt haben. Ich weiß gar nicht, wie haben wir es... Oh, die habe ich drin gesehen. Wie haben wir das letzte Mal gespielt? 2-0 oder so? 2-1? 3-1, glaube ich, für dich. Ui. Hannover gegen Köln, wenn ich mich nicht irre. Ja, stimmt, genau, das war's. Ich bin ja mal gespannt, wann das erste Spiel wirklich mal zutrifft. Bis jetzt habe ich leider mit meinen Gästen immer ein bisschen daneben gelegen. Aber ich glaube, das ist auch schwierig, so zu spielen, wie die in echt spielen. Ja, ich habe mal das beim letzten Spieltag gemacht mit Bayern gegen Köln. Da habe ich den Computer einfach mal spielen lassen. Und Bayern hat gerade mal 1-0 durch einen Elfmeter in der 80. Minute gewonnen. Ich weiß gar nicht, wie haben die gespielt? Auch 4-1, glaube ich. Okay. Also 4-1. So sehr eine Simulation ist das jetzt nicht. Ja. Na gut, kommt drauf an. Welche Schwierigkeitsstufe hast du denn? Ich hatte es, glaube ich, auf Profi. Aber wie gesagt, ich habe Computer gegen Computer spielen lassen. Ach so, okay. Ich dachte du. Oh, da klitscht er durch. Alter. Warum schieße ich da? Hätte laufen können. Stimmt, was hätte man noch nehmen können? Obwohl, die anderen Spiele sind auch nicht gerade topspielverdächtig. Ja, leider. Oh. Komm schon. Wenn ich so gucke, Bayern gegen Hannover ist nicht gerade topspiel. Oder was haben wir noch? Dortmund gegen Hamburg. Na gut, Dortmund-Hamburg ist bestimmt auch nicht schlecht. Das finde ich sehr interessant, muss ich sagen. Und jetzt? Vor allem Dortmund jetzt, wo sie wieder nach oben kommen langsam. Richtig gute Serie. Okay, wenn man Juventus-Turin nicht mitzählt. Aber sonst nur Siege bis jetzt. Ganz ehrlich, das darf man mal verlieren. Das stimmt allerdings. Ich bin aufs Rückspiel gespannt. 1-0 reicht, ja. Kurzer Pass. Eieiei. Kurz mal abgeblockt, als wäre es nichts. Komm jetzt, renne. Die wollen gar nicht. Die rennen ganz schön langsam. Ach, wieder auf dem Tor. Alter. Was war das? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der Ball ganz schön an Höhe gewonnen. Aber jetzt... Oh, den kriegt er nicht. Das ist so ein mieses Spiel gerade. Ich weiß gar nicht, irgendwo hatte ich meins mal. Ich glaube hier in so einem... von EA gibt es doch immer direkt so eine Online-Wettbewerbe. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt. Virtuelle Bundesliga? Ja, sowas, aber da gab's halt dann immer, gibt's auch so Pokale und so ein Blödsinn. Mhm. Und... Da wird ja manchmal eine Mannschaft zufällig zugelost.
Ah ne, doch, virtuelle Bundesliga. Ist das nicht, glaube ich, sogar? Aber nicht hier über FIFA direkt, sondern über so eine externe FIFA-Seite direkt. Achso, nee, das weiß ich nicht. Alter! Bude! Und da wurde mir mal in der Bundesliga, genau, da habe ich mich für Bundesliga beworben und da musste halt immer auf eine Warteliste. Und da hatte ich dann zufälligerweise auch Mainz bekommen, fällt mir gerade ein. Okay. Aber die haben sich da nicht ganz so gut gespielt. Ja, und ein schönes Tor übrigens. Schießt dann schön rein, vom ja. Vom Ex-Schalke. Nee, Quatsch. Doch, Ex-Schalke und Ex-Kölner. So. Schöner Anstand. Tju, 1-0. Ach, Mann. Der Alex. Ja, ich glaube, an der Stelle mache ich auch gleich mal einen Aufruf. Da ich immer Lust habe, gegen verschiedene Gegner zu spielen, wenn jemand zuguckt, der Bock hat, auch mit zu spielen gegen mich, so eine Prognose, dann meldet euch, schreibt einfach einen Kommentar oder schreibt mir eine Nachricht. Ich bin für alles offen. Das Einzige, was ihr mitbringen müsst, ist ein Headset und eine PS4 mit FIFA, logischerweise. Ah, komm schon. Was war denn jetzt? Hast du mich umgeholzt, hast du mich. Bitte was? Was? Oh, gelb. Ich habe gar nicht mehr auf Rufen geachtet. Das sagen sie alle. Ja, da kann ich nichts für. Wie das Gras fliegt. Jetzt schuppen sie sich noch, genau. Oh, pass auf jetzt. Der Geist. Der Geistbock. Ich glaube, aus der Position hat er getroffen das letzte Mal, ne? Oh, da muss ich ja direkt machen. Oben rechts im Winkel. Oben rechts im Winkel, pass auf. Ui, ui, ui. Ah, schade. Ich glaube es ja, ich hoffe doch, nicht. Ich hoffe doch, dass die Dortmund-Serie anhält. Auf jeden Fall. Also ich muss ja sagen, gegen Schalke, das war ja schon das alte Dortmund. So wie damals. Na gut, was heißt das alte Dortmund? Die haben die letzten vier Spiele nicht verloren, ne? Oder die letzten vier Spiele gewonnen gegen Schalke. Ja gut, aber gegen Schalke haben sie echt so gespielt, ja, wie sie damals Meister wurden, sag ich mal. War einfach echt perfekt. Kaum Fehler. Zum Glück war das abseits. Was hat dein Torwart da gemacht? Na, der hat den Pfiff gehört und ist nicht mehr rangegangen, denke ich. Ja, okay, so. Doch, deutliches Abseits. Und bei Abseits musst du mir auch mal erklären, warum haben die keine Linie? Das stimmt allerdings. War das nicht mal bei FIFA, dass die Linie da war? Ja, auf der PS3-Version gibt es auch eine Linie. Hm. Aber da gibt es keine Torlinientechnik. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwie gegenseitig behindert. Tja, das ist eine gute Frage. Was sowieso die bescheuertste Art und Weise ist, zu messen, ob ein Tor drin war. Bei FIFA oder auch im echten generell. Leben? Warum? Oh, da macht er den Ausgleich. Wie schön. Wie schön. Die berühmt-berüchtigte 45. Minute. Und es geht wieder von vorn los. Und dann noch vor der vor der Auswärtskurve. Kurve, na gut. Auch wieder aber Tribüne. Auch keiner rangeht. Putz. Eingenickt. Ja, aber schöner Kopfball. Ja. Aber mein Torwart, Reaktionsvermögen wie ein totes Reh. Tja. Ja, wo war ich denn gerade? Mit der Torlinientechnik, genau. Macht man nicht. Warum? Ich finde das gut. Guck mal, Dortmund zum Beispiel. Ich weiß, wir reden halt viel über Dortmund, komisch. Na gut, ich bin auch leicht Dortmund-Fan, muss man ja schon zugeben. Sag mal, die haben schon ein paar Tore nicht bekommen, weil, klar, andere Mannschaften bestimmt auch, aber bei Dortmund fällt es mir gerade ein, haben öfter Tore nicht gekriegt, weil, ja, der Schiri einfach meinte, der war nicht drin, aber der war drin. Ja, aber trotzdem, ich weiß ich nicht, ich finde, die Diskussion bleibt dabei aus, weißt du? Ja, aber so ist doch gerechter, Fair Play und so. Ja, klar, aber, ich finde, Fußball lebt von dieser Diskussionssache.
Ich meine, die Leute streiten immer noch über das Wembley-Tor von 66, weißt du? Ja. Uiuiui. Ja, ich dachte schon, es hätte eine rote geben können. Es gibt gar nichts, oder was? Ah, doch. Doch, gelb. Naja, eine gelbe geht doch. Hat dann aber schön um mir Sinn. Vor allem da, wo er gar nicht gefährlich geworden wäre. Das stimmt allerdings. Ich dachte, ich komme noch ran, aber tja, falsch gedacht. So. Eins, eins, das kann ich auf jeden Fall nicht auf mir sitzen lassen, Alex. Doch, ich finde das super. Komm schon, ran da. Jo. Nicht du. Jetzt läuft er. Aber er läuft auch nicht. Ach komm schon. Och, ich wollte gerade sagen, warum schießt der nicht? Die hatten sich irgendwie ganz komisch nochmal hochgeholt. Muss ich mir jetzt nochmal kurz angucken. Nimmt er den nochmal zurück? Warum leicht überheblich, wenn du mich fragst. Tja, aber schönes Ding. Ja. Da geht Mainz mit einer 2-0. 2-1. Ja. 2-1 in Führung. Jinji Okazaki. So. Kann Gladbach noch was gegensetzen? Ich hoffe doch. Na gut, so nicht. So nicht. Okazaki, ja, so schnell ist er dann doch nicht. Ja genau, war das nicht Dortmund gegen Bayern? Wettbewerb weiß ich gerade nicht mehr, aber da war doch auch so ein Tor, was eigentlich drin war oder nicht drin war und gegeben wurde oder nicht gegeben wurde, eins von beiden. Ich kann es dir gerade überhaupt gar nicht sagen. Das einzige Tor, was mir zu der Diskussion einfällt, ist das von Kießling gegen Hoffenheim. Ja okay, na, war das nicht. Du meinst aber das mit dem Netz, oder? Ja, ja. Na gut, für das brauchtest du auf jeden Fall keine Torlinientechnik. Gegeben wurde es trotzdem. Ja, aber da hätte der ja die Torlinientechnik nicht viel genützt. Doch, weil der Ball ja nicht die Linie überschritten hat. Okay, ja, stimmt, auf jeden. Ja, wenn man es so nimmt, hast du recht. Aber trotzdem, weißt du, da fehlte dann trotz, oder da hat es dann trotzdem von der Diskussion gelebt. Das stimmt, ja. Na gut, der hat sich ja dann auch entschuldigt und alles. Aber nun ja. Ich bin jedenfalls der Meinung, die Torlinientechnik ist einfach nur sinnlose Geldverschwendung. Ich finde das gut. Ja, siehst du, es ist aber schön, dass wir so gegensätzliche Meinungen haben. Ja, dann würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal, ihr lieben Zuschauer, mal in die Kommentare schreibt, Torlinientechnik, ja oder nein? Sagt nein dazu, Leute, sagt nein. Ich bin für ja, Alex ist für nein. Aber, ja. Hat bestimmt jeder seine Begründung von euch. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Oh, der kommt auch noch durch. Oder auch nicht. Er kam durch. Er kam. Okazaki kaputt? Der kann noch. Der steht noch. Ah, schade. Oh. Komm, ich lauf extra hin. Ach, komm schon. Alter. Ich sag dazu gar nichts mehr. Eiskult Killer. Och, jetzt wollte ich gerade passen, dann war er weg, der Ball. So, jetzt aber. Zieh durch! Halt ihn doch auf, ey. Alter, das Trikot. Das war schon einen Meter lang. Keine Karte? Nö, warum denn? Ach, warum? Das war doch nur ein Reißtest.
Das kannst du bei Klopapier machen, aber nicht bei Trikots. Ach komm, wo geht der? Alter, der hätte jetzt seinen Torwart anschießen müssen. Obwohl manche Trikots ja auch Klopapier gleich kommen. Das stimmt. Ah, oh, schade. Oder aussehen wie Klopapier. Ja, gut, kenne ich jetzt weniger. Benutztes Klopapier. St. Pauli. So. Geht da noch was? Ich hoffe nicht. Zumindest bei dir jetzt. Ah, was war das? Hä? Okay, lassen wir mal so stehen. Torwart. Hat er. Ich leg bald Beschwerde bei FIFA ein. Ich hatte im letzten Spiel schon so viele Entscheidungen gegen mich und hier schon wieder. Ach, hör auf jetzt. Ich weiß gar nicht, beim letzten Mal hattest du daheim oder ich? Da hatte ich Heimrecht. Oder zu Hause okay, gespielt. Okay, kannst schon mal nicht daran liegen. Warum zeigen die Zähne jetzt? Weil das ein ganz gefährliches Einsteigen war, was Karrieren hätte beenden können. Keine Ahnung. Aber nur, wenn man Reus als Gegenspieler hat. Was ist eigentlich mit dem los? Ja, also ich habe gehört, der hat nur einen Pferdekuss abbekommen. Oh. Apropos Pferdekuss? Ja. Und gelb. Tolle Karte. Ja, nur ein Pferdekuss. Also der gegen Hamburg fällt er, glaube ich, aus. Aber die Woche drauf ist er wieder dabei. Ja gut, aber gegen Hamburg sollten sie trotzdem gewinnen. Ich hoffe es. Oh, das war sogar ein Eisball. So, jetzt pass auf, den krieg ich hier rein. Ah, schade. Gerade den Mann da noch hingestellt. Wie da nicht einer hingeht, fühlen sich alle nicht zuständig. Ach, komm schon, Miranda jetzt. Oh, Alter, da gleicht der aus. Was ist eigentlich mit meinem Torwart? Der hat schon beim ersten Tor nicht reagiert und hier schon wieder nicht. Pass auf, der bleibt einfach stehen. Aber weißt du, was mir gerade auffällt? Mein Stürmer rennt wenigstens. Das stimmt allerdings. Aber dass die da auch nicht rangehen. Na komm ey, 90. Minute jetzt, die berühmt-berüchtigte. Ja, noch 5 Minuten extra drauf. Das schaffe ich. Ja. Was war das? So schaffe ich das natürlich nicht. Aber so. Auch nicht. Wobei die 5 Minuten Nachspielzeit, finde ich, sind immer überschnell um. Jetzt läuft... Oh, nicht doch zu dem! In der Mitte stand er. Ich habe extra hochgedrückt. Ja, grinst noch, du. Ach, nö. Ich habe ja, hab ja die Vermutung, die grinsen nicht, sondern das ist noch so ein Überlegungszucken. Keine Ahnung. Überlegungszucken? Oh. Ey, das war noch mein Angriff, hallo. Ey. Ja, da beenden wir das Spiel mit einem 2:2. Ich denke mal, in Realität am Samstag wird wohl Gladbach das Ding machen. 3-1 sag ich. 3-1, ich sage 2-0 für Gladbach. Okay. Ja, dann vielen Dank, Alex. Gerne, gerne. Ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder zum Spieltag 25. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.